Herr Kalmer, die ConHit neigt sich dem Ende zu. Heute ist der letzte Tag. Ist es ein gutes oder ein schlechtes Ende? Es ist ein sehr gutes Ende. Wir hoffen, dass dieser letzte Tag noch einmal so erfolgreich sein wird wie die Tage vorher. Wir hatten in den ersten beiden Tagen deutlichen Zulauf an Kunden. Es sind noch mehr gekommen als in den Vorjahren, was sicher nicht nur an der Currywurst, sondern auch an den tollen, guten Produkten lag. Wir haben gute, qualifizierte Gespräche geführt und dieses Jahr sogar einige Aufträge auf der Messe abschließen können. Für uns rundherum zufrieden. Die ConHit ist ja eine Messe, die sich so langsam etabliert hat. Würden Sie das auch von Siemens Sicht aus sehen? Die ConHit hat Fuß gefasst? Ja, ganz sicher. Die ConHit ist angekommen. Sie ist das Branchenevent in Deutschland und mittlerweile auch darüber hinaus. Auch meine internationalen Kollegen von Siemens sind sehr zufrieden. Wir hatten neben indischen, belgischen, israelischen, ich glaube auch noch holländischen und deutschen Kunden, auch weitere Kunden aus dem Ausland, die sich hier informieren über Software und die Entwicklungen am Markt. Was sollte bei der ConHit 2014 aus Ihrem Blickwinkel anders sein? Ich glaube, es geht nur um Feinjustierungen und Nuancierungen. Und da werden wir sicher mit dem BVITG entsprechend in den Arbeitsgruppen reden. Die Networking-Geschichten sind sehr, sehr gut angenommen worden. Vielleicht müssen wir noch so ein Innovationsbasar oder etwas Ähnliches mit hineinbringen, damit wir noch ein bisschen interessanter werden für die, die in diesem Markt mit unseren Produkten arbeiten. Dankeschön.